Moin, es ist wieder Zeit für XCOM. Ja, und dazu mache ich mal ein kleines Let's Test, Xenonauts. Ja, ein Let's Play mache ich noch nicht, weil das Spiel ist noch in Early Access Version. Das heißt, das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Also nicht wundern, wenn bei dem Spiel die ein oder andere Grafik fehlt oder sonst irgendwas. Das Spiel ist halt noch in der Entwicklung. Man kann es nur als Early Access Version bei Steam schon mal anspielen. Ja, ich würde jetzt so 10 Folgen ungefähr, oder vielleicht ein paar Folgen mehr oder ein paar Folgen weniger anspielen. Ich werde in den Kämpfen auch deutlich aggressiver vorgehen, als wenn ich normal spielen würde. Also wenn jetzt ein paar Soldaten sterben, das ist eigentlich völlig egal, aber es geht schnell voran. Ich kann irgendwas von dem Spiel schneller zeichnen, das, ja. Und wenn das Spiel in der finalen Version ist, werde ich ein komplettes Let's Play dazu machen, aber jetzt fange ich erstmal an. Ja, da das nur ein Let's Test ist, mache ich mal easy. Später im normalen Display werde ich auf normal spielen. So, und das sind wir auch schon. Das sind wir auch schon. So, wo baue ich meine Base? Baue ich sie mal daher? Nordafrika. Okay. Dann nächste einfach mal okay, weil alles okay ist. So. Da haben wir unsere Base. Dann baue ich da nochmal einen Medical Sender. Das braucht man, glaube ich, um lebende Außerirdische zu fangen. Dann baue ich noch ein Labor. Ne. Store Room könnte ich, glaube ich, noch bauen. Ich habe es ja schon mal kurz angespielt. Living Quarters könnte ich noch wahrscheinlich dann noch brauchen. Es braucht 2 Slots. Ah, das kann man auch drehen. Sehr schön, okay. So. Forschung. Alien Invasion. Okay, das forscht schon. Bauen kann ich im Moment nichts. Einheiten. Noch ein paar Soldaten. Wissenschaftler. So, da kann ich jetzt die Soldaten noch genau auswählen, was für Fähigkeiten die haben. Resilience, Strange, Aquary, Reflexes, Waverly. TAS? Was ist das? Achso, TAS, das sind die Zeiteinheiten. Ah, dann nehme ich den mit den meisten Zeiteinheiten. 59, 58 anheuern. Okay. Da kann man zwischen Basen transferieren. Da kann man die Soldaten ausstatten. Genau, die Schrotflinten wollte ich alle wegtun, weil die sind jetzt nicht so toll, finde ich zumindest. Kann man auch bequem per Rechtsklick alles rausziehen. Ah, da haben wir noch das Equipment. Raketen. Ach Quatsch. Du brauchst jetzt keine Raketen. Okay. Was ist das? Ach so, das ist Dynamit, der hochexplosive Sprengstoff. Also das Spiel ist schon wirklich eine Kopie vom ersten XCOM mit grafischen Updates. Haben die Entwickler auch schon gesagt, das ist halt eine Kopie vom XCOM. So braucht man sich nicht wundern. Genau. Schotze weg. So. Next Soldier, next. Passt so, passt. Okay. Dann lasse ich mal die Zeit schneller vergehen. Und haben auch schon UFO. Das können wir abfangen. Und das Coole ist, man kann 2 Abfangjäger gleichzeitig drauf hetzen. So, engage. So, was kann ich da machen? Ah ja, genau. Ne, hat er die Waffen jetzt angewählt oder abgewählt? Ich denke mal abgewählt, wenn sie rot sind. Zickzackkurs, ja. Aha, erwischt. Ah, Crash Site, Intercept Charlie One, dann launchen wir mal los.
So. Ah ja, das hat auch Autosave Games, aber ich mache immer mal. Bei mir ist das Spiel neulich mal abgeschmiert, wie ich es schon mal angespielt habe. Engage. Also wie gesagt, Early Access Version des Spiels ist noch komplett in der Entwicklung. Also, ja, das werde ich jetzt noch öfters erwähnen. Ladezeiten werden in der finalen Version kürzer sein. Also wie gesagt, ich werde jetzt auch deutlich aggressiver spielen und meine Soldaten schneller vorheizen, nicht zu viel in Deckung gehen und so, dass ich halt jetzt in den nächsten Folgen aber schneller was von dem Spiel zeichnen kann. So, da haben wir jetzt den Kampfscreen. So schöne 2D-Grafik. Da haben wir die Granaten, Munition. Da können wir uns ducken. Das Grüne sind die Zeiteinheiten. Das Rote Lebenspunkte und das Blaue. Was ist das Blaue? Blue. Ach so, die Moral, okay. So, da können wir Zeiteinheiten reservieren für einen Snapschuss, normal, aimed oder für einen Burst. Also Burst sind mehrere Schüsse. Ich mache einen Snapschuss. Snap. Oh, und es ist hier kalt. Ist so kalt hier. Da kann ich jetzt nur ein Burst machen mit dem Maschinengewehr, deswegen mache ich da erstmal. Lasse ich da überhaupt keine Zeiteinheiten frei, weil sonst würde er überhaupt nicht vorankommen. Snap. Snap. Also irgendwie erinnert mich die Soldaten hier, kennt ihr das vielleicht von früher noch, die kleinen Spielzeugsoldaten aus Gummi, die sind, die hier in dem Spiel sehen irgendwie genauso aus. Was aber auch wieder so ein klassisches, ja, so einen klassischen Flair hat. Also mir gefällt so eine schöne 2D-Grafik. Hit Movement. Und es hat auch ein Fog of War. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Soldaten das Gebiet verlasse, dann ist da wieder alles so dunkel wie da. Das heißt, dahin sehe ich dann überhaupt nichts mehr. Oh, Alien-Kontakt. Alien-Kontakt. 14% Trefferchance. Erwischt. Okay, jetzt steht er unter Unterdrückungsfeuer. Das kennt ihr wahrscheinlich noch von ganz neuen XCOM. Und der geht auch schon in Deckung. Oh. Sonst habe ich immer 10, 20 Mal daneben geschossen. Oh, das war gut. Das war gut. Hidden Movement. Oh no. Ah, und da war ein Zivilist. Und wie ihr seht, sind die bewaffnet. Was Vor- und Nachteil ab kann. Vorteil, er schießt auf Aliens. Nachteil, wenn er von Aliens übernommen wird, dann schießt er auf uns. Naja, das habe ich mich echt in den anderen XCOM-Teilen gefragt. Wieso haben Zivilisten keine Waffen? Wenn es jetzt zum Beispiel in Amerika spielt wird, wenn es jetzt ein Einsatz in Amerika wäre. Zivilisten ohne Waffen? Hä? In Amerika? Das gibt. Naja, aber jetzt haben die Zivilisten Waffen, sehr schön. Sehr schön. So, jetzt gehe ich aber schneller voran, ohne mich zu ducken.
Wie gesagt, ich spiele aggressiver und schneller, als ich es im normalen Spiel machen würde. Weil, ja, dass ich halt möglichst schnell was zeigen kann vom Spiel. Obwohl, du kannst dich ducken, du hast unser schweres Maschinengewehr. Ah ja, und wenn man sich bewegt, zum Beispiel so, dann bedeutet die 18 nicht so viel Aktionspunkte braucht man, sondern so viel Aktionspunkte hat man übrig. Wenn man jetzt zum Beispiel für jetzt zum Beispiel nochmal schießen will, es braucht 41 Zeiteinheiten. Da sieht man es 41 TU. Das bräuchte jetzt 21. Achso, der Schnellschuss braucht 21. Der dreimal Schuss 41. Dann kann man zum Beispiel sehen, ah, ich habe so viel Zeiteinheiten übrig, dann kann ich nochmal schießen. Das nimmt einen halt schon mal die Rechenarbeit ab. Oh oh. Da ist ein Franzose, ein böser Bube. Obwohl, ist ja alles dasselbe. Da ist nix, nix. Oha, oha. Okay, du kannst dich noch ducken. Ducken braucht 4 Zeiteinheiten. Nur so als Information. Nicht genug Zeiteinheiten. Oh, oh. So, alles bewegt, alles bewegt. Okay, okay. Und der Lümmel flieht. Hm. Da ist nix, okay. Ah, der Lümmel ist in Deckung gegangen. Hm. Das kann ich aber auch. So, du sparst mal für